Ayubowan, meine Lieben, ich grüße euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich möchte heute nochmal mit euch über den vielleicht wichtigsten Workshop des Jahres sprechen und euch darauf ein bisschen einstimmen, wenn ihr schon angemeldet seid, und wenn ihr noch nicht angemeldet seid, euch klar machen, warum das eventuell der wichtigste Workshop des Jahres ist und warum ihr den auf gar keinen Fall verpassen dürft. Ja, morgen geht es los. Morgen starten wir mit dem Workshop Künstliche Intelligenz im Online-Business. Und ich möchte euch ein bisschen Vorgeschmack darauf geben. Ich möchte euch erzählen, worum es gehen wird und warum es auf jeden Fall wichtig ist, dass, wenn ihr, egal in welcher Branche, im Online-Business unterwegs seid, unbedingt ab morgen live mit dabei sein müsst. 10 Uhr, ganz normale Zeit, reserviert es euch. 60 bis ungefähr 90 Minuten. Das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, was so von Fragen von euch mit reingegeben werden. Ich habe so circa 60 Minuten geplant, aber ich bin natürlich auch für Fragen, Feedback, Diskussion und so weiter mit da und will euch jetzt mal erzählen, was wir geplant haben. Und dazu schalte ich hier mal gerade das hier aus. So. Und dann schauen wir mal rein, was es gibt. Also Anmeldung findet ihr ganz wie gewohnt unter go.onlinedurchbruch.com/live. Und die Teilnahme ist selbstverständlich kostenfrei. Um 10 Uhr startet das Ganze morgen früh. Und es geht um die wahrscheinlich wichtigste Revolution unserer Generation, was das Internet angeht. Vielleicht ist es sogar die wichtigste Revolution der Technikgeschichte überhaupt. Denn mittlerweile ist künstliche Intelligenz so weit in unserem Alltag drin, ja, dass jeder, der es nicht zu nutzen weiß oder zumindest nicht weiß, welche Möglichkeiten sich dadurch ergeben, abgehängt wird. Es ist, als wolle man einen Marathon ohne Schuhe laufen. Es gibt Menschen, die das machen. Es gibt sogar gute Marathonläufer, die ohne Sportschuhe laufen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn unser eins, also ich sowieso Marathon nicht wirklich, bin ich früher aber mal gelaufen, auch wenn man sich das nicht mehr vorstellen kann. Und ich weiß, dass gute Schuhe das wichtigste Equipment für einen Marathonlauf waren, weil es ansonsten in die Knie gegangen ist, in die Hüfte gegangen ist, auch die Fußsohlen irgendwann wund waren. Und genau so ist künstliche Intelligenz ein Tool, was wir einfach nutzen müssen, wenn wir langfristig am Markt bleiben wollen. Und dieses Jahr, noch in diesem Jahr, wird sich nicht nur die Welt des Online-Businesses, sondern die Welt insgesamt komplett auf den Kopf stellen durch künstliche Intelligenz. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch die Informationen, die ich euch ab morgen 10 Uhr mitgeben möchte, zumindest reinzieht. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, will ich oldschool sein, will ich irgendwie den Marathon ohne vernünftiges Schuhwerk laufen, könnt ihr ja dann immer noch machen. Aber ihr wisst zumindest, was sind die Vorteile davon, dass man vernünftiges Schuhwerk hat, um einen Marathonlauf zu starten oder künstliche Intelligenz zu nutzen. Wir werden uns ab morgen darüber unterhalten, was künstliche Intelligenz überhaupt ist, wie es sich definiert, weil da haben wir sehr oft so, und das habe ich in letzter Zeit, spätestens seitdem ich den Leuten mitgeteilt habe, dass das so ein ganz wesentliches Thema in meinem Business und in dem Business von meinen Kunden sein wird, habe ich erlebt, dass da ganz heftig Dunning-Kruger-Effekt da war. Dunning-Kruger-Effekt, das bedeutet, dass jemand, der sich irgendwie mal einen Zeitungsartikel durchgelesen hat, meint, er ist nun ein Experte für dieses Thema, obwohl er oder sie das überhaupt nicht ist und sich letzten Endes ja selber von Möglichkeiten abschneidet, weil er oder sie denkt, er oder sie hätte es verstanden, ist aber nicht der Fall. Und deswegen werden wir fernab von Dunning-Kruger-Effekt uns ab morgen anschauen, was ist denn künstliche Intelligenz überhaupt? Vor allem werden wir uns
den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Fiktion vor Augen führen. Denn ganz viele Leute haben so Angst, ja, künstliche Intelligenz, das bedeutet, dass Roboter die Welt beherrschen wollen und dass Roboter die Menschheit ausrotten wollen, und das ist alles absoluter Bullshit. Es gibt durchaus Gefahren und Chancen, und auch die werden wir uns ab morgen auf einer vernünftigen Ebene anschauen. Also wirklich fernab von 2001, wo Hal versucht hat, die Raumstation oder das Raumschiff zu übernehmen, was vollkommener Bullshit ist. Das ist einfach Hollywood. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Aber es gibt durchaus auch Gefahren oder Punkte, die man kritisch sehen sollte. Auch die werden wir uns ab morgen anschauen. Wir werden uns aber vor allem auch auf die Chancen konzentrieren, die das Ganze mit sich bringen wird. Wir werden uns anschauen, wie sich die Welt in diesem Jahr, ich prophezeie es euch, und zur Not, wenn ihr es nicht glauben wollt, wenn ihr Silvester diesen Jahres ein Fläschchen Sekt aufmacht und auf 2023 anstoßt, dann lasst es euch nochmal durch den Kopf gehen, dass der Stefan euch gesagt hat, die Welt wird sich komplett verändern in diesem Jahr. Und ich habe auch keine Kristallkugel, aber ich kann euch prophezeien, dass das der Fall sein wird. Wir werden uns also anschauen, was und wie sich verändern wird und wie sich die Dinge schon am Verändern sind. Weil auch wenn ich keine Kristallkugel habe, kann ich sehen, was vom letzten Jahr bis heute passiert ist. Und das muss man dann nur noch weiterspinnen. Darauf werden wir ab morgen eingehen. Wir werden aber ganz konkret vor allem darauf eingehen, was für konkrete Einsatzmöglichkeiten gibt es für dich als Online-Unternehmer und oder Online-Unternehmerin. Was heißt das für dein Business? Wie kannst du diese technologische Revolution, den wahrscheinlich größten Quantensprung, den wir jemals miterlebt haben? Und ich bin schon alt genug. Ich habe die Einführung des Internets miterlebt. Ich habe die Einführung von Google miterlebt. Ich kann dir aber sagen, dass das, was wir dieses Jahr erleben, größer und wichtiger ist als alles, was wir bisher erlebt haben. Dass wir ja wirklich am Rande einer kompletten Revolution stehen. Und das wollen wir aber runterbrechen auf die Frage, was bedeutet das für dich, was bedeutet das für dein Business und wie kannst du das nutzen? Genau, wie kannst du dein Business damit revolutionieren? Denn du kannst jetzt schon die Arbeitskraft von mindestens 10 Leuten, wenn nicht sogar mehr, in deinem Business nutzen, und zwar ganz alleine, indem du künstliche Intelligenz dein Business optimieren lässt. Du kannst ein ganzes Team ersetzen. Du hast minimalste Ausgaben dafür. Vieles davon ist sogar kostenfrei. Und du wirst viele, viele Arbeitsstunden einsparen können, die du dann entweder für dein Kerngeschäft nutzt oder aber dafür nutzt, um Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen oder mit dem, was dir wirklich Freude macht. Und wir werden natürlich, weil, wie ich eben schon gesagt habe, es ist alles optional. Es ist wichtig, dass du dir anschaust, was es da für Möglichkeiten gibt, was sich tut, damit du up to date bist. Aber du hast natürlich die Möglichkeit, immer noch zu sagen, nö, mir ist es nichts. Ich möchte keine künstliche Intelligenz in meinem Business benutzen, weil mir das alles zu sehr Angst macht, weil das zu sehr unmenschlich ist, weil mir da die Herzenergie fehlt oder was auch immer für ein Grund für dich sein mag, dass du sagst, ich entscheide mich dagegen. Und ich werde auch morgen nochmal diese Metapher benutzen. Ich möchte sie jetzt aber schon mal mit dir teilen. In Hofheim, wo ich ursprünglich mal hergekommen bin, gibt es auf der Rheingaustraße die Blaue Truhe. Und die Blaue Truhe ist ein Laden, der Bilderrahmen verkauft. Dort gibt es nichts anderes außer Bilderrahmen. Und die haben einen Bilderrahmen neben dem anderen stehen. Und wer da reinkommt in den Laden, kann sich alle Bilderrahmen anschauen, kann sie anfassen und so weiter. Und dieser Laden hält sich seit 35 Jahren, obwohl du Bilderrahmen ebenso gut im Internet kaufen kannst. Und deswegen wird es auch nach 2023
die blaue Truhe im Internet geben, im Online-Business. Es wird auch Online-Coaches, die sagen, ich entscheide mich ganz bewusst dagegen, KI bei mir im Business einzusetzen. Ich will oldschool sein, weil ich weiß, dass auch meine Kunden oldschool sind. Und dann ist das ja absolut in Ordnung. Wie gesagt, die blaue Truhe hält sich seit 35 Jahren Minimum in Hofheim, obwohl es ein total veraltetes Geschäftsmodell ist. Und das wird es auch weiterhin gehen. Wichtig ist, dass du weißt, was möglich ist und was deine Mitbewerber machen. Und dich dann halt nicht wunderst, wenn die Mitbewerber alle an dir vorbeiziehen. Darüber werden wir sprechen. Ja, und wie gesagt, wir stehen hier am Rande einer technischen Revolution. Wir sind schon über diesen Rand hinaus. Denn ganz viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, wie viel künstliche Intelligenz in ihrem Business, in ihrem Alltag schon drin ist. Sei es über das Smartphone, sei es über eure Website, sei es über irgendwelche Suchanfragen, die ihr im Internet startet. Künstliche Intelligenz ist schon überall. Und dann sollten wir sie doch auch bewusst nutzen. Wir sollten die Welle reiten. Und vielleicht geht es dir auch so, wie es mir häufig ging, dass ich gesagt habe, Mensch, warum war ich nicht 5 Jahre, 10 Jahre früher da, als noch das E-Mail-Marketing funktioniert hat, als man mit E-Mail-Marketing wirklich was rocken konnte? Warum war ich nicht schon da, als Facebook-Ads noch funktioniert haben, als man nicht nur sein Geld auf Facebook verbrannt hat? Vielleicht geht dir das auch so, dass du dir denkst, warum habe ich nicht Webinare gemacht, als das ein absoluter Lead-Magnet war? Warum habe ich nicht Online-Kongresse gemacht? Warum war ich so spät da, um zu erkennen, wie wichtig Online-Kongresse sind? Und das hier ist größer als jedes E-Mail-Marketing, als alle Facebook-Ads, als alle Webinare, als alle Online-Kongresse und all das zusammen. Das hier ist die größte Welle, die wir in unserer Generation höchstwahrscheinlich erleben können. Und jetzt ist der Zeitpunkt, dass du dir zumindest die Informationen holst, wie du diese Welle reiten kannst. Du kannst dich dann immer noch entscheiden, nee, ich bleibe am Strand und ich schaue allen anderen dabei zu, wie sie die Welle reiten. Absolut in Ordnung, aber nutze diese Chance zumindest zu erkennen, warum das hier ein ganz, ganz wichtiger Gamechanger sein kann. Ja, was machen wir in dieser Woche? Wir werden am Montag, also morgen, Organisatorisches klären. Wir werden die Grundlagen schaffen, also beispielsweise, was ist künstliche Intelligenz überhaupt? Wir werden uns morgen auch darüber unterhalten, was für Kritikpunkte und was für Gefahren sind wirklich rational und was ist einfach nur Science Fiction und vielleicht kognitivierte Ängste, die tiefer liegen. Da werden wir natürlich nicht einsteigen. Wir werden jetzt nicht irgendwie in den Ängsten der Leute rumgraben. Aber wir werden mal darüber klären, warum es absoluter Bullshit ist, Angst zu haben, dass künstliche Intelligenz die Menschheit ausrotten wird oder versklaven wird und übernehmen wird. Das ist eine absolut irrationale Angst. Wir werden morgen darüber klären, warum das so irrational ist und warum das Science Fiction ist. Wir werden uns aber auch über rationale Ängste unterhalten. Beispielsweise kann es sein, dass es Berufe, so wie wir sie heute kennen, in 5 Jahren schon nicht mehr geben wird. Und auch dann ist es natürlich wichtig, dass du verstehst, warum es diese Berufe nicht mehr geben wird und wie man vielleicht da vorsorgen kann, wie man vielleicht sich selber so positionieren kann, dass man zukunftsfit ist. Ja, und wir werden gerne auch dort drüber diskutieren. Also auch da habe ich viel Raum für eingeplant, dass wir dort in den Austausch gehen. Am Dienstag werden wir uns über das unterhalten, was momentan in aller Munde ist, was wir momentan überall sehen. Und das ist vor allem das ChatGPT, also ein Language-Modell, ein Sprachmodell. Das siehst du momentan selbst in der Tagesschau, das siehst du in irgendwelchen regionalen Zeitungen, wird momentan über ChatGPT gesprochen. Wir werden uns darüber unterhalten, wie man das anwenden kann. Wir werden uns darüber unterhalten, wie du Zugriff darauf bekommen kannst oder
Alternativen nutzen kannst. Wir werden also auch schauen, was ist, wenn du momentan keinen kostenfreien Zugriff auf ChatGPT bekommen kannst, was gibt es dort für Alternativen. Das ist das, was wir am Dienstag machen. Und wir werden uns am Dienstag außerdem noch über TTS, Text-to-Speech, unterhalten. Und das ist eine Anwendung von künstlicher Intelligenz, die den wenigsten bewusst ist, dass dort künstliche Intelligenz dahinter steckt. Nämlich, wie man Sprache zu Ton macht. Wie wir einen Text einpflegen können, der dann vorgelesen wird. Sei es für irgendwelche Videos, sei es beispielsweise, um barrierefreie Webseiten abzubilden. Dein Blog. Warum ist dein Blog noch nicht barrierefrei? Warum steht das nur als Text da? Warum können sich Menschen mit Sehbeeinträchtigungen nicht deinen Blog auch vorlesen lassen? Warum? Die Technik ist da. Darüber werden wir uns am Dienstag unterhalten. Am Mittwoch geht es dann um das Thema Bild und Video mit künstlicher Intelligenz. Und ich bin mir sicher, dass du auch schon solche Kunstwerke gesehen hast, die von künstlicher Intelligenz geschaffen wurden. Dieses Bild beispielsweise wurde mir innerhalb von 3 Minuten ausgespuckt, indem ich eine Software gebeten habe, mir eben ein solches Bild zu generieren. Oder so etwas hier. Ich bin kein Künstler. Ich habe einer künstlichen Intelligenz gesagt, erstell mir doch mal ein Bild, hab beschrieben, worum es mir geht, was im Hintergrund zu sehen sein soll, welchen Stil dieses Bild haben soll, und dann wurde mir das innerhalb von wenigen Minuten generiert. Oder, und dieses Bild hat natürlich viele Menschen aufgerührt, aber wir werden uns auch darüber unterhalten, wie das Bild von Mutti Angel und mir entstanden ist. Auch das ist, und man sieht es an dem Bild, dass das künstliche Intelligenz ist, dass das ein künstlich erstelltes Bild ist, dass das kein wirkliches Foto ist. Ich denke, das sieht jeder. Aber wir werden uns darüber unterhalten, wie auch du solche und ähnliche Bilder dir generieren lassen kannst durch künstliche Intelligenz. Das wird der Mittwoch sein. Wie gesagt, Mittwoch geht es um Bild und Video. Wir werden also auch den Schwenker machen und uns anschauen, diese Bilder, die wir generiert haben, wie können wir Videos mit künstlicher Intelligenz generieren. Darum wird es am Mittwoch gehen. Am Donnerstag geht es dann um Automation im Office und bei Produktion, also bei Produktion von unseren Inhalten. Wie können wir uns repetitive Aufgaben abnehmen lassen? Wie können wir die Aufgaben, die einfach nur unsere Arbeitszeit kosten, wo man eigentlich ein trainiertes Äffchen hinsetzen könnte, der irgendwelche Klicks durchführt, wie können wir solche Aufgaben von KI übernehmen lassen? Und hier befindet sich sehr viel Optimierungspotenzial in jedem Business. Ich bin mir ganz sicher, dass auch in deinem Business es Arbeiten gibt, wo du manchmal da sitzt und denkst, boah, und hier verschwende ich echt meine Zeit, obwohl ich sehr viel lieber mich mit meinen Kunden beschäftigen würde. Oder wenn ich mich schon nicht mit meinen Kunden in dieser Zeit beschäftige, dann möchte ich wenigstens Zeit mit dem verbringen, was mir Spaß macht, was mir Freude macht. Mein Freiheitsbusiness. Deswegen sprechen wir ja von einem Freiheitsbusiness. Und trotzdem sitzen wir dann da und müssen irgendwelche Verzeichnisse durchblättern, irgendwelche Inhalte generieren. Und da möchte ich dir am Donnerstag zeigen, wie wir uns dort durch geschickte Automationen sehr, sehr, sehr viel Zeit einsparen können. Wir werden uns am Donnerstag auch anschauen, wie ich eine komplette Website mir von einer künstlichen Intelligenz erstellen lassen kann. Und zwar nicht im Sinne von ChatGPT. Ich bin mir sicher, wenn du in einem meiner Verteiler bist, hast du entweder schon eine E-Mail bekommen oder du bekommst gleich noch eine E-Mail zu einem Video, wo ich zeige, wie man mit ChatGPT Websites programmieren kann. Das ist aber im Grunde immer noch viel zu aufwendig. Es gibt KIs, denen du sagen kannst, ich bin in der und der Nische, ich hätte gerne diese und diese Farbmuster, diese und diese Schriftarten, erzeuge mir bitte eine Website dazu und dann macht dir diese KI eine fix und fertige Website.
Sowas werden wir uns beispielsweise am Donnerstag anschauen. Und am Freitag werden wir dann alle Puzzleteile zusammenfügen und mit dem, was wir in der Woche gelernt haben, uns einen Funnel erstellen, beziehungsweise zeige ich dir einen Funnel, den ich erstellt habe, der von Anfang bis Ende mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Und ich an diesem Funnel weder beim Lead Magnet noch bei der Website dazu, noch bei den Follow-up-E-Mails, noch bei den ganzen Promo-Posts und so weiter irgendwas kreativ hab leisten müssen. Ich saß da, hab gegengelesen, was diese künstliche Intelligenz mir rausgespuckt hat, habe die Teile entsprechend zusammengefügt und habe so innerhalb von 3 Tagen einen kompletten Sales-Funnel mir von einer künstlichen Intelligenz erstellen lassen. Und das zeige ich dir am Freitag. Und wenn du das mal hochrechnest, 3 Tage für einen Sales-Funnel, das heißt, du kannst 10 Funnels in einem Monat erstellen. Das sind 120 Funnels in einem Jahr. Wie viel Geld kannst du passiv verdienen, wenn du diese Technologie nutzt? Und wie gesagt, es ist deine Entscheidung, wie intensiv oder wie sehr du das Ganze in deinem Business einsetzt. Du solltest dir aber darüber im Klaren sein. Und wir haben unser Kontingent an Plätzen für den Workshop schon extrem erweitern müssen, weil es so eine hohe Anfrage gab. Wir sind mittlerweile bei mehr als 4-mal so vielen Teilnehmern, wie wir ursprünglich geplant haben. Und daran kannst du ableiten, dass wenn du dir diese Information nicht holst, deine Mitbewerber werden es tun. Und eventuell wirst du dich nächstes Jahr um diese Zeit fragen, wie kann das sein, dass alle anderen um mich herum so ein gut laufendes Business haben, täglich 5 Posts auf Social Media raushauen können, jeden Tag einen Blogpost machen, jeden Tag ein Video auf YouTube. Die Leute sind überall. Und das höre ich in letzter Zeit häufig. Stefan, du bist ja überall, du bist so präsent, man sieht dich überall. Ich kann euch sagen, ein ganz großer Anteil davon wird bei mir mittlerweile von künstlicher Intelligenz gemacht. Natürlich gebe ich den Inhalt vor, ich gebe die Marschrichtung vor, ich lese das Ganze nochmal gegen, ich entscheide mich dann dafür, okay, das passt zu mir, das passt nicht zu mir. Aber ich könnte im Moment nicht so präsent sein, wenn ich nicht die Unterstützung künstlicher Intelligenz in meinem Business hätte. Und das alles möchte ich dir ab morgen kostenfrei in einem 5-Tages-Workshop vermitteln. Du kannst dich jetzt noch anmelden unter go.onlinedurchbruch.com/live. Dort findest du gleich oben den Anmeldelink. Und wie gesagt, es ist deine Entscheidung, ob du zumindest die Informationen mitnimmst, um zu verstehen, was da um dich herum passiert. Denn ich glaube, dass ganz viele Menschen, die direkt so diese Ablehnung haben, künstliche Intelligenz, nein, da will ich nichts mit zu tun haben, mich direkt blockieren, löschen, was auch immer, dass die in den nächsten 12 Monaten da sitzen und die Welt nicht mehr verstehen und sich fragen, was mache ich denn falsch? Warum läuft das bei allen anderen so gut und warum läuft es bei mir nicht? Und hier, da, da findest du die Information und dann kannst du dich immer noch selber entscheiden, ob du das möchtest oder nicht. Aber das ist der Grund, warum sich so viel bei uns verändern wird. Nicht nur im Online-Business, sondern in der Welt an sich. Und ja, Wissen ist Macht, Wissen ist die Währung dieser Zeit und das Wissen darüber, was sich dort tut, wie sich das alles verändern wird, das möchte ich dir kostenfrei ab morgen mitgeben. Und deswegen lade ich dich jetzt ganz herzlich ein, dich jetzt noch schnell anzumelden. Ab morgen 10 Uhr geht es los, bis Freitag 10 Uhr. Ich weiß, habe ich beim Planen nicht berücksichtigt, aber ich weiß, dass Fasching Montag, Dienstag, Mittwoch noch Fasching ist. Ihr könnt natürlich die Aufzeichnung bis nächsten Sonntag in der Gruppe nachholen. Also wenn ihr morgen, übermorgen, Mittwoch
Fasching feiern wollt, ist das überhaupt kein Problem. Ihr könnt die Aufzeichnung nachholen. Die sind bis zum Sonntag in der Gruppe verfügbar. Ihr könnt daraus machen, was ihr wollt. Und das Ganze ist kostenfrei, es ist unverbindlich, es wird niemand zu irgendwas gedrängt. Ich würde mich aber freuen, wenn wir uns dort sehen und ihr zumindest dann sagen könnt, okay, ich habe Bescheid gewusst. Ich lade euch ganz herzlich ein, meldet euch an go.onlinedurchbruch.com/live. Dort findet ihr den Anmeldelink. Es ist, bin ich von überzeugt, ganz egal, ob es mein Workshop ist oder nicht, sondern es geht um das Thema, nicht um mich. Ich glaube, dass das der wichtigste Workshop unseres Lebens sogar ist, weil ich habe euch erklärt, das ist die wichtigste Revolution unserer Generation. Und sei dabei oder sei ein faules Ei. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Ich freue mich darauf, euch morgen beim Workshop begrüßen zu dürfen und sende euch jetzt erstmal ganz liebe Grüße. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, ciao! Thank you.